Bisher bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Auf unserem weiteren Weg nach Goronia begegneten wir weiteren Goronen, die Schlemmsteine verzehrten. Zwei davon versuchten sogar uns übers Ohr zu hauen, indem sie uns für jedes unserer Erze lediglich 3 Rubine geben wollten. Zum Glück mischte sich die Gruduramella ein und vertrieb die Schlitzohren. Schließlich erreichte mich statt der Goronen, wo wir nicht nur Häuptling Bludo wiedersahen, sondern auch Yunobo, den Boss der Yunobau. Allerdings wirkte Yunobo wie ausgewechselt. Stellte sich sogar heraus, dass Yunobo mit einer Blondine, vermutlich Prinzessin Zelda, über die ominösen Schlemmsteine verhandelt. Was hat Prinzessin Zelda mit den Schlemmsteinen zu tun, die für das seltsame Verhalten der Goronen verantwortlich sind? Wir geben uns auf die Suche nach Antworten. Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind in Goronia angekommen letztes Mal und haben mitbekommen, dass hier irgendwas nicht ganz richtig ist, denn wir haben Yunobo getroffen und der hat sich komplett verändert, also mit dem ist gar nicht wieder zu erkennen, der Kollege, muss man sagen. Ja, meint jetzt er wäre hier der Chef, wobei er ist auch scheinbar der Chef, er ist ja der Boss von der Yunobau, also er ist auch irgendwo eine Art Chef tatsächlich. Aber er meint, die Goronen hätten ihm ja auch alles zu verdanken, so gefühlt, er wäre ein richtiger Held und alles. Und ja, die Schlemmsteine sind ein Problem auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, die vernehmen so ein bisschen die Verstände der Goronen. Das nicht mal klar denken. Guck mal an, wie die alle hier nur die scheiß Steine fressen, genau. Die angehäuft wurden. Kann ich die eigentlich fotografieren? Nee, ne? Hör ich die mal an, die Kollegen hier. Ich hör mich hier noch ein bisschen um. Ich glaube eh nicht, dass hier viel rumkommt, aber ich hör mich trotzdem mal kurz um. Verdammt nochmal, wir waren so nah dran. Gerade als wir das perfekte Opfer gefunden hatten. Das ist die beiden, die uns hier verarschen wollten. Lieber haben wir bestimmt mehr Glück. Lass uns jetzt erstmal futtern. So, was waren die beiden, ne? Er zu verkaufen, dass wir ihn abnehmen und damit ordentlich Kasse zu machen. Das sind meine Jungs. Echt genial. Die Welt ist voller Rubine und voller Schlemmsteine. Die Drecksäcke, genau. Da ist der Goron-Anführer, der Häuptling, ne? Der, wie ist der? Dudo, genau. Wir können ja auch schon gesehen hier. Die Stadt bewachen? Nee, keine Lust. Ich bewache lieber die Schlemmsteine hier. Ja, am besten noch in deinem Magen, ne? Was brauche ich nichts? Wertvolle Schlemmsteine. Yunobus wollte, dass ich den Rhodonitladen öffne. Aber jetzt nicht, später vielleicht. Mir sind die Schlemmsteine wichtiger. Also voll. Guck mal, hier sind die Diamanten, die verkauft werden. 1000er Stück. Okay. Hm? Hey, du da, interessierst du dich für Steine? Kennst du den Yunobau-Mineralienmarkt draußen vor dem Stadttor? Da gibt's einen alten Goron, der nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist und immer noch Feuerstein verkauft. Aber doch heutzutage alle nur Schlemmsteine. Alles andere ist wertlos. Was kostet ein Diamanten? Kollege? Komm ich hier nicht hoch? Ah, hier, so, dann. Ja, guck mal, da sind Saphire. Warte, ich kann ja fotografieren, oder? Nee, stimmt, die kommen ja aus den Erzbrocken. Hi, Ramella. Oh, entschuldige. Zavak, sag mal, wo ich herkomme. In der Sprache bedeutet das Hallo. In der heutigen Jugend ist es angeblich modern, nur noch kurz Zavak zu sagen. Wenn du mich ansprichst, heißt das, mit mir Edelsteine verkaufen? Die will wahrscheinlich immer noch Topase, naja. Kein Tag vergangen, glaube ich. Vielleicht könnt ihr mal eben gucken, wenn die immer noch steht. Zum nächsten Morgen, ob sich das dann ändert oder echt nach einer Weile erst. Ich will jetzt einfach mal wissen. Ja, schauen wir mal. Ah, Materialien, ja, tatsächlich. So, nehmen wir noch die. Okay, nee, dann scheiß drauf. Dann nicht. Dann keine Ahnung, was sich das immer ändert. Die sind alle draußen, die Goronen, ne? Welche Schuld angesprochen, aber nee, hier, die denkt noch klar, es ist nur das Gasthaus, ne? Noch was zu berichten? Dieser Schlemmstein da ist hier alles ganz verqualmt. Wenn ich selbst welche essen könnte, wäre es ja eine andere Sache. Aber für einen Goron in meinem Alter sind die zu hart. Deswegen sind die normal, die alten. Knacker. Was ist mit ihm hier noch? Den ganzen Tag trainieren, von morgens bis abends. Ich brauche eine Pause. Der Meister kann kein Schlemmstein essen, also lässt er alles an mir aus. Alles klar. Richtig so. Dieser Bludo. Ich muss für noch höhere Preise verkaufen und für noch niedrige Preise einkaufen, sonst wird das nichts. Hm, ein Kunde? Belausch mich nicht, ja? Er Leuten nicht die Rubine aus der Tasche ziehen, weil Bludo mir verboten hat, die Preise zu erhöhen. Hör mal, ich hab doch gesagt, nicht lauschen. Nicht verkaufen. Ich möchte nichts verkaufen. Sorry, komm bloß nicht mehr her. Ja, warte, fotografieren nicht? Der ist allgemein nicht mehr in Läden? Doch. Wünsch ging mir das. Oh, hiervon kann man nichts fotografieren. Okay, ja, dann nicht. Gut, dann versuchen wir mal, Yunobo zu treffen, würde ich sagen. Ihn nochmal aufzusuchen. Ich glaube, das war es jetzt hier tatsächlich. Ja, die Kleinen sind auch hier. Da oben ist auch noch einer.
Mein Bruder Django hat gesagt, dass er das Lohnland bauen würde. Aber das war gelogen. Ach, du armer kleiner Kerl. Tut mir echt leid, ehrlich jetzt. Lohnland? Ich kenne ihn nicht. Mein Bruder Django hat mir immer gesagt, dass ich nicht mit Leuten reden soll, die ich nicht kenne. Wer ist Django? Du bist doch der, den ich nicht kenne. Bruder Django ist jetzt nur noch Schlemmsteine, anstatt das Lohnland zu bauen. Oh, jetzt habe ich doch mit jemandem geredet, den ich nicht kenne. Irgendwie witzig der Dialog. Weiß auch nicht. Habe ich schon mit ihm gesprochen hier? Oh, da ist ein Felsspalter. Darf ich die mitnehmen, ne? Hey, du da, Hände weg. Hey, Hugo, schmeiß den Typen hier mal raus. Oh, stimmt ja, Hugo ist nicht da. Jedenfalls, an diesem Stück arbeite ich noch. Also nicht anpassen, sonst war alles umsonst. Also, diese blonde Julianerin und die komische Auftrag. Hat ein Kopfschmuck, aber in einer ganz bequemen Form aus einem Material, das ich nie zuvor gesehen habe. Tja, früher hat mein Auszubildender, Hugo, immer gesagt, dass er mal der Schmied genauso wie ich werden wollte. Aber jetzt ist er wie besessen von den Schlemmsteinen und kommt erst gar nicht mehr zur Arbeit. Verdammt, ich war gerade dabei, ihnen die hohe Kunst der Fertigung eines Bergspalters einzuweisen. Was ein Bergspalter? Der Kunde? Tut mir leid, aber wir verkaufen nicht. Wir sind eine Schmiede, kein Kaufladen. Wissen wir, der Bergspalter wird von einer Generation Schmiede an die nächste weitergegeben. Eine Waffe mit einer langen, ehrbaren Tradition und nur ausgewählte Schmiede können sie herstellen. Ja, ich wollte meinem Auszubildenden Hugo beibringen, wie man einen anfertigt. Der Taugenicht ist so besessen von diesen Schlemmsteinen, dass ich ihn rausgeworfen habe. Er wollte sich hier nicht wieder blicken lassen. So, das ist natürlich die Waffe von Daruk, ne? Ja, die können wir wahrscheinlich dann herstellen lassen, sobald wir, ja, hier wahrscheinlich wieder für das Schiff gesorgt haben, wenn wir die Schlemmsteine beseitigt haben, denke ich mal. Irgendwas wird mit einer Aufgabe sein, die wir jetzt zu erledigen haben. Und ich denke mal, es ist unsere Aufgabe, weil ich immer noch glaube, dass er uns begleiten wird irgendwann. Genauso wie Tulin. Also zumindest Tulins Geist mittlerweile nur noch. Dass die Robots sich unterschließen wird und deswegen, wir werden alles schon wieder ins Tod bringen hier. So wie du aussiehst, musst du dieser Link sein. Unibus hat gesagt, dass ein Typ namens Link auf keinen Fall zur Unibus-Zentrale kommen soll. Was sage ich dir nicht, dass man im Stein umdrehen zur Unibus-Zentrale kommt, wenn man einfach eine Lore nimmt? Danke für den Tipp. Haben wir hier eine Lore irgendwo? Ich hoffe. Da sind die Schienen direkt? Ah, vielleicht sind da vorne Schienen. Was, ob hier ein Rudonit drin liegt, ey? Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? So, hier oben war der Schrein, ne? Ist da oben noch was drauf auf dem Turm? Das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall verloren. Ist doch ein Gerode oben drauf, okay. Hier gibt es so einen komischen Nebel im Gebiet mit den Loren, aber ansonsten ist alles wie immer. Na gut, da ist auch mehr komischer Nebel am Todesberg, aber ansonsten ist wirklich alles wie immer. Ich bin sicher, dass auch immer in der Unibus-Zentrale alles wie immer ist. Alles wie immer, ja, hat er gerade gesagt noch. Was bist du hier, Kollege? Was gibt's? Bist du auch hier, um bei der Unibus-Arbeit zu finden? Tja, in dem Fall. Geh einfach zur Unibus-Zentrale dort drüben, da kannst du dich bewerben. Ja, war wirklich damals da eingesperrt, oder? Der Unibus. Aber ganz im Vertrauen gesagt, lass es lieber sein. Für den Kataklysmus lief alles prima. Aber jetzt stimmt was nicht mit der Unibus. Naja. Mehr mit Unibus. Warum hat er bloß diese ganze Sache mit den Schlemmsteinen anfangen müssen? Das ist eine gute Frage. So, nehmen wir das mal hier, das Ding. Ich frage jetzt, welche Schiene nehme ich jetzt am besten? Die hier, oder? Ja. Die bewegt sich kein Stück. Was ist denn da los? Ich habe gehört, dass man in dieser Lore bis ans Ende der Schienen fahren kann. Aber wie setzt man sie in Bewegung? Vielleicht fährt sie ja nach Garopolis, der Stadt der Legenden. Ja, haben wir auch schon von gehört. Huch, wer bist du denn? Nein, ich führe nichts im Schilde. Naja, eigentlich. Kennst du Garopolis, die legendäre Stadt, in der bereits vor Urzeiten Goron gelebt haben? Ich habe gehört, dass es da unglaubliche Schätze geben soll. Ihre Technik war viel besser als das, was sie heute haben. Es gibt sogar Gerüchte, dass sie sich in seltsamen Fahrzeugen fortbewegt haben. Ich wollte mich mit dieser Lore auf die Suche machen, aber sie bewegt sich nicht. Zu dumm. Das darfst du aber niemandem verraten. Das ist eine Nebenaufgabe. Garopolis, Stadt der Legenden. So. Zack, hier dran. Das Ding. Das kann ich jetzt wieder nachbauen, okay. Komm, nehmen wir. Ne, wir nehmen die Lanze hier, komm. Boom. So, auf geht's. Geht doch direkt zu Unibus natürlich. Weil es ist schon cool mit den Schienen hier überall. Kannst du überall hinfahren, theoretisch. Oder unten ist ein Bossbock. Auch gut. So, reicht, danke. Unibus-Zentrale, Schlucht von Elden. Ich mal kurz gucken, ist da oben wieder was? Ich kann immer noch Dings benutzen, den Deckenspruch von drin. Alter, der kommt da oben drauf, ehrlich. Der hat echt einen Größenwahn, erlitten, der Junge. Was mit dem beiden hier kurz? Ah, mit dir sprechen? Lokacin. Ah, der Hylianer von eben und Ofrak. Er kennt Unibus.
Los verhandelt jetzt gerade mit der blonden Hylianerin über Schlemmsteine. Niemand darf rein. Aber ich mag diese Hylianerin gar nicht. Ganz sicher sind die Schlemmsteine daran schuld, dass alle in der Stadt sich so komisch benehmen. No. Ganz genau. Die komische Maske, die Junobus jetzt trägt, hat ja auch wieder Hylianerin. Ah. Junobus war immer richtig nett, aber seit er die komische Maske trägt, hat sich das auch geändert. Sag mal, du bist doch ein Freund von Junobus, oder? Junobus wurde gegründet, um das Leben in Goronia zu verbessern, aber jetzt geht's allen nur schlechter. Will das nicht. Wenn wir dich vorbeilassen, überzeugst du an Junobus, keine Schlemmsteine mehr abzubauen? Klar, ich werde es versuchen. Okachin, hast du das gehört? Ja, dann wird Junobus wieder nett, so wie vorher. Moment, da drin ist richtig heiß. So wie du jetzt gekleidet bist, ist das viel zu gefährlich für dich. Wenn du noch keine feuerfeste Ausrüstung hast, solltest du dir in der Zentrale welche holen. Okay. Das ist doch schon mal ein Ansatz. Ah, die da oder was? Kann ich einfach haben? Die kostet natürlich auch, ne? Mein Freund, ich brauche hier eine Rüstung. Oh, und du bist? Ist der neue Teilzeitarbeiter? Genau, so ist es. Ah, wir sind unterbesetzt, also ist das eine große Hilfe. Jüngere sind besessen von Schlemmsteinen und haben die Arbeit vollständig eingestellt. Ich frage mich, ob die Anweisungen direkt von Junobus kommen. Falls du Junobus suchst, der müsste sich im Junobau-Depot, dem Hauptbüro, um das Schlemmsteingeschäft kümmern. Okay. Junobus ist der Gründer der Junobau. Er hat für die Entwicklung von Goronia ein Bergbauunternehmen gegründet und sich eine goldene Nase verdient. Das Unternehmen hat sich als Junobau so einen Ruf in der Welt erarbeitet, dass sogar Hyanna zum Arbeiten kommen. Der ganze Land hat damit angefangen und den Stein ins Rollen gebracht, sagt man. Jetzt hat er sich allerdings etwas seltsam, weil seitdem zum ersten Mal Schlemmsteine aufgetaucht sind. Aber egal, es ist Junobus zu verdanken, dass sich Goronia so sehr entwickelt hat. Er ist eine großartige Persönlichkeit. Ja, das sehe ich nicht mehr so, ehrlich gesagt. Schlemmsteine? Schlemmsteine, ja. Das ist der Hit unter den Speisefeldern unseres Unternehmens. Das ist bei Jungoron extrem beliebt. Schlemmsteine können aber nur in besonders harten Feldschichten gefunden werden. Junobus ist der Einzige, der sie abbauen kann. Wir kriegen also nicht genug davon, um uns alle zu versorgen. Okay. Hier gibt es noch immer Lava, mit dieser Kleidung wirst du also blitzartig in ein Stück Holzkohle verwandelt. Das hat die Feuerrüstung habe ich nicht viel sonst anzubieten, aber die reicht auch schon, um dir zu überstehen. Du musst unbedingt feuerfeste Ausrüstung tragen, damit du im Falle des Falles gut geschützt bist. Ja, ich muss auch wahrscheinlich was verkaufen, ne? Machen wir das doch gleich mal. Jetzt aber kurz erstmal gucken, was oben drauf ist. Ach, guck mal hier. Wäre hier eine Leiter gewesen, ne? Was steht denn hier noch? Junobus Tagebuch lesen, na klar. Wenn der Todesberg aufgehört hatte, Feuer zu speien, kühlte auch die Lava hier in Elden ab. Temperaturen fielen drastisch, ja. Das ganze Klima veränderte sich. Folge davon wurden viele von uns krank. Andere verfielen wegen der Veränderung in Panik. Wenn es so weitergeht, ist es aus mit Goronia. Muss es etwas geben, das ich tun kann. Lava ist abgekühlt und hat sich verhärtet. Jetzt können wir an Orte gelangen, die vorher unerreichbar waren. Elden hat sich in eine Felslandschaft verwandelt. Diese Felsen müssen reich an Erzen sein. Da gibt's nur eins. Graben, graben und nochmals graben. Muss so viel Erz fördern, dass Goronia wieder auf sicherem Bein steht. Also die Suche nach Erz vertieft, dass ich gar nicht bemerkt habe, dass sich andere mir angeschlossen haben. Aber vielleicht sind dabei waren Tokachin und Ofrak. Ich habe mich geirrt. Ich bin nicht der Einzige, dem etwas am Ruhlergehen von Goronia gelegen ist. Also habe ich beschlossen, eine Firma zu gründen, die dafür sorgt, alle sicher und unbesorgt arbeiten können. Nennen sie die Junobau. Tokachin und Ofrak haben sich den Namen ausgedacht, sehr gut. Hier ist hier manchmal immer noch zu kühl, aber so langsam gewöhnen sich alle an die Veränderungen. Wir müssen ausnutzen, dass endlich Besucher zu uns kommen können, ohne spontan in Flammen aufzugehen. Also haben wir beschlossen, eine neue Straße zu bauen, damit möglichst viele Leute problemlos nach Goronia gelangen. Bald können wir ihnen die Erze, die die Junobau fördert, zu einem Sonderpreis verkaufen. Gute Idee, also echt clever Geschäftsmodell, ehrlich jetzt. Irgendetwas ist passiert, man nennt es wohl den Kataklysmus. Jedenfalls schläft Schloss Highwood jetzt in der Luft. Dessen Zelda und Link werden vermisst und Pura hat eine große Suchaktion ins Leben gerufen. Ich möchte auch helfen, aber in letzter Zeit kommt so ein merkwürdiger Dampf aus dem Todesberg. Hier werde ich einmal nachgehen. Nicht, dass sich dort etwas verbirgt. Eine Gefahr für Goronia und die Junobau ist. Okay. Ich will weiter nach oben. Ach, das ist eine Leiter. Okay, ich sehe eine. Also, ich schneller, oder? Yes. Weil hier oben ist, wie Sie sehen, nichts. Ach, von hier draußen bin ich auch hingekommen. Okay. Dann muss ich wohl wirklich ein bisschen was verkaufen jetzt an den Typen hier drin. Scheinbar brauche ich ja die Rüstung. Ich habe nicht genug Kohle. Ich werde verkaufen, genau. Und oder Öxe verkaufen hier. Ich brauche nur 4 Bernsteine verkaufen, ne? Komm, ich verkaufe mal. Ich verkaufe trotzdem 10. Aber müssen wir noch ein bisschen was in der Tasche haben. Genau so. Jetzt holen wir die Rüstung hier. Zufällig beste Ausrüstung. An der Oberfläche ist es jetzt kühler, aber in den Höhlen ist es immer noch brennheiß. Vielleicht für die Höhlenarbeit. Kostet dafür aber auch 700 Rubine. Schlägst du zu? Na klar. Deswegen bin ich ja hier.
Dann kannst du die brennende Hitze in den Höhlen völlig problemlos ertragen. Wie Lava darfst du nicht fallen. Sei doch trotzdem immer auf der Hut. Perfekt, so. Feuerrüstung. War klar, dass wir die noch brauchen werden, also wundert mich jetzt nicht. Geh mal rein, würde ich sagen. Und erteilen nur Yonoru eine Lektion. Bessere Ausrüstung in dieser Umgebung Feuer, ist klar. Bin schon bewusst. Ist wirklich da, Zelda. Ich hab da echt kein gutes Gefühl mehr bei, wenn wir diesen Geist sehen oder diese Gestalt, ne? Okay, was sprechen die da wieder? Wow. Alter. Das sind doch einfach richtig verseuchte Felsenstücke, oder? Hör endlich auf, Junobos. Zieh die dumme Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Junobos wirst. Ihr meint ich. Das labert ihn nicht voll. Ah, guck mal, jetzt wird's aktiviert. Okay, was auch immer diese Gestalt ist oder wer auch immer dahinter steckt. Das hat nichts Gutes zu bedeuten mehr. Ach du Kacke. Es sind Zelda. Hat recht. Schlemmsteine machen alle Goron glücklich. Jetzt gehen kämpfen nicht bei Sinn, Yonobu. Wow. Ist angreifbar jetzt, ja. Kann ja gar nichts, der Junge. Oh, die Maske bricht, jawohl. Kann ja auch nicht mit der Zeitumkehr treffen, ne, so wie es aussieht. Hä? Soll ich jetzt unser zweimal irgendwo gegen knallen? Alles klar. Stehe. Oh, da hab ich erwischt. Hä? Muss er irgendwo ein bestimmtes gegen knallen? An einem bestimmten Fleck? Nee. Oder doch? Zack, der zweite Hit. Knack. Oh ja, die Maske ist gleich kaputt. Lass ich mal hier reinknallen. Wow. Ja, ich muss echt in eine bestimmte Stelle reinknallen. Zack. Über die rüber einmal. So, das kommt ja zu Sinn, Junobu, ehrlich jetzt. So gefällt's mir nämlich gar nicht, mein Freund. Was war denn mit mir los? Kukachin, Ofrak, was ist passiert? Ich hab die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann... Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Hm, muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Die ist aber schon wieder weg. Ach ja, wo ist Prinzessin Zelda? Sieht sich jetzt wieder auf? Ah, Prinzessin Zelda! Was passiert hier? Ich hab einfach ab. Ja klar. Sind wir hier gefangen oder was? Ich habe das Gefühl, das hat damit zu tun, was Yonobu kann. Dass er uns jetzt wieder hier raushilft. Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Nee, alles angeht gut, glaube ich, von die beiden Kleinen. Oh, er hat eine Stimme. So wie Tunin auch. Moment, was ist das denn? Ich hab da doch was gehört, oder nicht? Egal, Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Juliane mit den blonden Haaren war Prinzessin Zelda? Muss ich unbedingt fragen, was es mit dieser komischen Maske auf sich hat. Den Stemmstein vielleicht auch. Jedenfalls los, nichts wie raus hier und ihr nach. Die roten Felsen kriegt man nur mit meinem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst so durch die Gegend katapultiere, sehe ich doch gar nicht genau, wo ich hinrase. Link, hilf mir und zeig du mir, wo genau ich hinkugeln soll. So zielst, ich donnere los. Yonobus macht über das Feuer, okay. Sobald Yonobo seine Aura entfaltet, kannst du ihn als rollenden Flammenball in eine beliebige Richtung losstürmen lassen. Ist ja cool. Jetzt hat man hier testen. Ja, auch so. Da ist ja noch was hinter irgendwo. Der hat auch natürlich auch wieder einen Cooldown gewissen. Da geht er dann noch weiter durch. Noch mehr Felsen. Nein, das war's, okay. Na gut, da macht das zweimal keinen Sinn, ne? Da rein, zack. Und nochmal. So, Weg ist frei.
Jetzt kommen wir wieder raus. Schnell, wir müssen Prinzessin Zelda folgen. Was hat die Nube vor? Warum hat er jetzt dreimal angetäuscht oder zweimal? Ist erstmal dritten Mal losgerollt. Vielleicht irgendwie komisch aus, muss ich sagen. Bei Prinzessin Zelda. Huch, ich kann sie nicht sehen. Hä? Bist du da oben oder was? Was kommt da für ein roter Nebel aus dem Todesberg? Oh je. Hast du es vergessen, Junoboss? Du hast uns doch gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war, was Hyrule plötzlich abgehoben hat und das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, dass der Todesberg wieder ausbricht und wolltest nachsehen. Genau, und als du vom Todesberg zurückgekommen bist, hast du diese Maske aufgehabt. Ah, ich erinnere mich. Ja, ich habe jetzt einen Zelda am Krater des Todesbergs gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir diese Maske gegeben. Und Prinzessin Zelda etwa im Todesberg? Na, hier ist sie jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir zum Todesberg gehen. Lukaschin, Ofrak, ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber... Ich werde sie fragen, wie wir alle so wie früher werden können. Bitte, vertraut mir und wartet in Goronia auf uns. Link, komm bitte mit zum Todesberg, um Prinzessin Zelda zu suchen. Perfekt, gerne doch. Dann komme ich jetzt am schnellsten rein, ist die Frage. Irgendwie mit einer Lore? Ich hoffe. Weil ich kann die Automatik jetzt benutzen, oder? Einfach das hier, Verlauf. No, bauen. Kann man sich mal selber machen, ne? Und jetzt nochmal. Nein, nicht so, sondern so. Aber da jetzt zurück. Ach guck mal, hä? Kann man ihn jetzt hier abfeuern oder was? Ist ja geil. Das ist ja richtig geil. So eine Kanonenkugel. Und das Kock. Ich helfe natürlich jetzt noch. So, komm mal her, mein Freund, wo willst du denn hin? Der taucht da hinten scheinbar irgendwo auf. Ja, komm, wo ist mein Freund? Er dachte mir einfach, laber mich nicht voll. Da hinten, genau. Ich bin jetzt einfach hinten zu Fuß. Jetzt kann man irgendwas zu bauen hier. Wobei wahrscheinlich wäre die Lore mit der Lore zurückzufahren schneller gewesen, ne? Ja, was ist denn hier los? Ich kämpfte ein Reisender. Und ein Reisender gegen so einen Bockblind. Ja, zack. Und da ein Schwert, habe ich das schon fotografiert? Ja. Alles, ne? So, wer bist du denn? Werte Dame. Ja. Hm? Oh, bist du auch auf der Reise? Ah. Ich? Manche nennen mich ein Wandervogel, der dem Wind folgt und nirgends ein Nest baut. Oder schlicht Fulei. Ach, Moment reise ich um die Welt auf der Suche nach dem Schatz des legendären Räuberkönigs Ramda. Hier bin ich nun, weil ich ein Gerücht gehört habe, ein Teil davon sei in einer Höhle in dieser Gegend versteckt. Da kann ich die besagte Höhle nicht entdecken. War der weite Weg umsonst? Vielleicht sollte ich mich einfach wieder dem Wind überlassen und weiterwehen. Okay, also hier mal die Höhlen absuchen. Ich brauche hier mal ein Kill. Oh, vielleicht da. Ist der Krog jetzt drin? Er ist noch da, okay. Warte mal, geht das nicht sogar besser? Irgendwie? Nee, okay, krieg ich jetzt hier nicht hin. Jawohl, zwei Treffer, geil. Immerhin. Wo hat der hin, der Rumi? Da in die Höhle, okay. Wollen wir auch mal da rein, würde ich sagen. Da ist ja hier der... Da ist ja hier sogar der Schatz von dem Ramda drin. Die Höhle an der Junobau, ja. Oh ja, jetzt fängt das wieder Feuer, ist klar. Ach, ein Horrorblind. Au. Noch ein blauer. Oh, hey, Junobo. Nein, Junobo. Uha. Alter, es klappt. Krass. Ist dagegen. Genau, ich brauche echt keine Bombe mehr, keinen Steinspalter mehr für sowas. Ist ja geil. Oh, das kann ich bewegen, das Fahrzeug. Nur hier befestigen.
Noch ein Reifen. Ist hier nicht ein Reifen irgendwie? Da oben hängt das. Vorsicht, Jonobo. So, dann nehmen wir das doch einfach hier, oder? Würde ich sagen. Nice, und da sitzt er sich wieder vorne dran, geil. Ist ja Hammer. Kann ich jetzt hier rüberfahren einfach? Ja, sieht gut aus. Ist hier der Schatz? Wie besagte? Ist auf jeden Fall ein Schatz, hier so ein kleiner Schrein. Machen wir mal so. Und nur so ein kleiner Schrein. Ist hier da was drin? Ein Kleidungsstück? Flammenkopfschmuck, jawohl. Der rituelle Kopfschmuck aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen. Jetzt mal direkt auf, komm. Alter, wie geil sieht das denn aus? So noch Klamotten, oder? Wo ist Jonobo? Da. Schon ist doch gar kein Geist. Hab ich auch nicht vergessen. Er ist ja noch wirklich physisch hier. Sich wahrscheinlich aber auch noch ändern. Hey, hallo. Stopp. Was macht ihr denn hier jetzt? Alter, das ist der Vater erstmal gedreht, komplett. Und mal wieder um zurückzukommen, aber hier ist noch, warte, hier ist eine Höhle. Da ist jetzt irgendwo mal Joy drin, ne? Wo ist das Vieh? Hab ich jetzt komplett vergessen. Wer will das denn hocken? Ist irgendwo da hinten oder so? Finden wir schon noch. Bin sicher. Auf jeden Fall werde ich jetzt suchen noch. Machen wir mal so. Beistand Opal, perfekt. Und jede Menge Leuchtsamen vor allem. Dass wie noch besser ist. Dann Leuchtsamen vergessen? Ja, Tatsache. Hier auch. Hier war alles mit. Die ganzen Brocken hier. Weil Jonobo immer so lange braucht zum Aktivieren, mache ich es einfach so einmal. Okay, wo könnte das Vieh hier sein? Jetzt mal ehrlich. Jonobo bleibt da hinten erstmal stehen oder was? Kann man rückwärts fahren, ja. Was mache ich hier? Ich fliege in die Lava. Okay, das geht besser. Leute, nicht nachmachen. Wo soll denn hier noch was sein? Die Frage. Habe ich hier noch was irgendwie, was ich übersehen habe? Geht's hier noch irgendwo rein? Ich hätte auch das nehmen können. Was hier? Hier muss hier noch was sein. Ich finde kein Majoi. Aber hier muss einer sein irgendwo. Vielleicht sei, dass hier keiner ist. Komm her. Oh scheiße. Das geht nicht. Was kommt da leider nicht? Jonobo. Scheinschwert, der geht echt kaputt, scheiße. Gut, ich finde hier den Majoi gerade nicht. Ich will jetzt auch nicht zu lange hier. Was nicht, ich meine, die Höhle haben wir auf der Karte. Ist erstmal das Wichtigste. Ja, ich finde den echt nicht gerade. Kann nicht sein. Jetzt. Nee, da mach ich mich gerade fickerig, dass ich ihn nicht finde. Irgendwas noch wegsprengen mit Jonobo? Ist das Vieh irgendwo hier oben? Da hätten sie doch nicht umsonst leuchten, von der die hingen ja so, ne? Die habe ich, hab ich ja selber aktiviert. Hier oben irgendwo was, was ich nicht sehe. Bislang. Irgendwie ein Durchgang oder so. Ne, hier oben ist nichts. Okay, ja dann. Lass was gut sein. Also ich finde da viel gerade nicht. Aber da noch kein Haken dran, es wird hier noch irgendwas sein. Gut. Ich finde es halt nur gerade nicht. Ist dann halt so mal, ne? Ja, versteht sich gut oder keine Ahnung, was auch nicht. So reicht. Jetzt hier ein Dings dran, ein Leuchtsam auf einmal. Ah ja, passiert mal, ne? Ich will gerne den Bock noch wegbringen auf jeden Fall. Wenn er jetzt nicht noch wieder verschwunden ist. Also kann er ja nicht weg sein eigentlich. Der lag irgendwo da vorne, ne? Hätte ich auch immer noch. Und ich glaube auch, dass das der Schatz war, den sie meinte, die Olle da, also von daher. So, schnell den Kock wegbringen noch. Den Bosskock machen wir heute nicht mehr, glaube ich. Würde ich jetzt auch stark wundern, wenn ich den noch machen würde jetzt. Das hier wird schon ein bisschen dauern noch.
Ja, ich bin doch zu deinem Freund. Halt die Schnauze jetzt, Kollege. Ich schneller, wenn du dich jetzt hier noch beschwerst, oder was? Was hat denn hier alles? Ist hier wieder irgendein Objekt da? Da steht ja wirklich da hinten, der ist ein Eldenstrauß. Ja, gerade würde ich ganz kurz, er wäre wieder hier. Ja, ich hätte mit den Loren fahren sollen, irgendwie bis dahin, ne? Eigentlich. Schau mal, wäre das irgendwie gegangen. Hier haben wir noch ein Lager. Ich will es markieren. Irgendwie. Ist das ein Ort hier auf der Karte oder nicht? Ich kann es mir markieren, ja klar. Auch hier mit so. Da sind noch Menschen auf jeden Fall. Ein Mensch ist da noch. Eine Person. Ja, ich hätte definitiv den Affe da im richtigen Moment rausschmeißen sollen. Eigentlich. Oder bis da einfahren und dann. Ja, gut. Ich wäre wohl ein bisschen schneller gegangen, aber gut, er ist da. Obsassa und so. Ah, da bist du ja. Ja, genau. Herr Coxlam, danke. Tschüssi. Ja, und damit, meine Freunde, würde ich sagen. Was ist denn da jetzt wieder oben? Ist das noch ein Lagerfeuer oder was? Ah, ist der Schrein. Weißt du nicht, wie wir da am schnellsten hinkommen? Da aus, oder? Na, Lore. Markieren wir das mal da. Auf jeden Fall, das ist jetzt wo genau? Da. Wisst ihr, wir sind gerade in der Nähe hier. Ich will eben mit dem Typen hier sprechen. Was das hier für ein Lager ist. Mich interessiert das gerade noch zu sehr. Dass ich jetzt gerade wirklich jetzt in dem Moment hier aufhören wollen würde. Geht nicht gerade, ehrlich. Erstmal für die Elite. Bist du ein Reisender? Hat dich der Duft des Essens da nicht zu weiter angelockt? Hier ist das Lager der zweiten Monsterwehreinheit unter Truppenführer Thoren. Die Einheit befindet sich gerade im Einsatz. Ich würde daher empfehlen, dir ein anderes Reiseziel zu suchen, bevor du in Gefahr gerätst. Wo sind sie denn? Ah. Wenn Heiner vorne hochsteigst und der Straße folgst, kurz so zu einer Höhle. Oder ist das Monsterlager? Unsere Einheit ist vor kurzem aufgebrochen, um es mit den Monstern dort aufzunehmen. Oh. Ich bin zurückgeblieben, denn ich bin hier der Koch. Und von mir bekommen unsere Leute das Festessen einer Elite-Einheit. Du bist hergekommen, weil du auch hungrig bist, oder? Dann gebe ich dir was von meiner Spezialität. Echt Duftpilzpfanne, geil, danke. Vielen Dank, mein Freund. Leute von Thorens Einheit sind gute Kämpfer. Und sie werden auch schnell hungrig. Aber nicht gut im Kampf niemandem den Magen. Die Monster könnten ein leichtes Spiel haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihnen jemand helfen könnte, falls jemand in der Klemme stecken. Okay, also wir sollen da hin. Das ist auch noch ein Schrein. Ganz da hinten am Ende des Damansees oder was? Aber ich merke mir jetzt erstmal hier den Hang hoch. Mal markieren da. So, zack. Wobei der tatsächlich vielleicht doch lieber so markieren, wie ich es gerade markiert hatte. Genau. Und jetzt aber, meine Freunde, ich sammle jetzt hier noch schön die Feuerfrüchte und dann wartet wir heute schon. Wir haben die Logo wieder unsere Seite gezogen. Die Maske ist ab. Die Maske ist gefallen, so wie man so schön sagt, ne? Und falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben da lasst. Hier rechts verlinke ich euch jetzt einfach mal die Playlist zu Hyrule Voice Track der Verheerung, denn da hatte Yunobo auch einen Auftritt. Da war auch spielbar. Oh, klickt ja gerne mal rein, wenn ihr Bock habt, und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Vasukasu.